Hallo und herzlich willkommen bei Gizmodo. Ich bin Matthias und das ist die neue Ultimate Ears Megaboom. Und das hier auch. Einige von euch werden es schon mitbekommen haben, die Logitech-Tochter Ultimate Ears hat vor wenigen Wochen die Megaboom angekündigt. Und es gab ja schon eine Vorgänger davon, nämlich die Boom sah im Endeffekt eigentlich genauso aus, nur kleiner, also vom Volumen ungefähr halb so groß. Und ich persönlich bin ein ganz großer Fan von der Ultimate Ears Boom, weil sie nämlich tatsächlich sehr viel richtig gemacht hat. Und in dem Nachfolger hat nämlich Ultimate Ears wirklich einige Sachen noch wirklich sehr, sehr clever verbessert. Und wir werden uns jetzt hier im Test mal anschauen, was die so besonders macht und auch einige Sachen ausprobieren. Unter anderem natürlich den Sound. Wir werden es uns ein bisschen genauer anschauen von außen, was sie so äußerlich mitbringt. Wir werden sie ein bisschen in der Gegend rumwerfen, sie verbuddeln. Wir werden sie auch unter Wasser mal ausprobieren, weil sie ist nämlich tatsächlich wasserdicht. Und wir schauen mal, auf welche Entfernung die tatsächlich noch arbeitet. Aber immer der Reihe nach. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns erstmal vom Nahen an. So, da sind sie jetzt also aus der Nähe. Ich habe hier die blaue und die rote Box vor mir. Die soll es außerdem noch in Schwarz und in Lila geben. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die blaue genauer an. Sie kommt wieder in dieser zylindrischen Form. Also im Prinzip sieht es genauso aus wie die erste. Nur, dass sie ungefähr mit einem doppelten Volumen kommt. Sie wiegt etwa 850 Gramm. Die Vorgängerbox wog etwa 600 Gramm, also die 250 Gramm mehr, aber ist immerhin doppelt so groß. Also gar nicht mal so wirklich so viel schwerer. Ihr seht es hier so ein bisschen von der Oberfläche, vom Stoff. Es fühlt sich ein bisschen geriffelt an, es fühlt sich ja von Haptik sehr gut an. Sehr wertig auch, ihr merkt man richtig was Cooles in der Hand. Hier vorne kommt so ein kleiner Gummiüberzug drüber. Hier zwei große Knöpfe, Plus- und Minusknöpfe, die sich auch ganz angenehm drücken. Hier haben wir so ein kleines Logo dran. Sieht auch ganz cool aus. Und hier oben sehen wir Ein- und Aus-Taster. Ich drücke den da mal. Richtig, dann gibt es auch gleich ein Geräusch von sich. Hier haben wir einen kleinen Bluetooth-Schalter. Ich mache das jetzt aber gleich mal wieder aus, um sich mit dem Smartphone und so weiter zu verbinden. Auf der unteren Seite sehen wir, dass erstmal wieder, wie schon beim Vorgänger, so ein kleiner Haken ist, wo man sie dann auch irgendwo dran festmachen kann, zum Beispiel dranhängen kann. Man kann es hier auch abschrauben und hat unten drunter ein normiertes Gewinde für Stative und so weiter. Ich mache das hier mal wieder drauf. Und was wir hier außerdem noch sehen, sind zwei kleine Abdeckungen. Beim Vorgänger waren die noch offen, wobei da allerdings ein kleines Stöpsel, weil ich mich erinnere, in der Packung beilag. Hier unten drunter haben wir den Anschluss für den Klinkenstecker, um auch externe Soundquellen ohne Bluetooth anbinden zu können. Und auf der anderen Seite, das mache ich auch mal auf, können wir das Ganze natürlich laden via Micro-USB. Diese Stöpsel sind auch sehr wichtig, weil das Ganze nämlich sehr wasserdicht ist, aber das schauen wir uns jetzt nachher nochmal genauer an. Jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal, wie die Soundqualität von dem Gerät so ist. Dafür muss natürlich das Gerät erstmal mit dem Handy verbunden sein. Ich hoffe, das sieht man hier bei dem Sonneneinschalt, vielleicht eher im Schatten. Ich mache das hier mal an. Es gibt hier eine spezielle App. Die ist jetzt übrigens aus, die Box, und es gibt eine sehr, sehr, sehr coole Funktion. Muss man jetzt, glaube ich, erstmal kurz warten, sofern es denn funktioniert. Ja, hier oben sehen wir es. Wir können die jetzt einschalten. Und zwar über Smartphone einschalten und ausschalten. Sehr, 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 sehr coole Funktion, wie ich finde. Und hier haben wir dann auch noch übrigens einen Equalizer, wo ich verschiedene Voreinstellungen auswählen kann. Außerdem können wir einen Wecker einstellen, das heißt, dass sich die Box dann automatisch anschaltet. Aber ich würde sagen, wir hören uns doch jetzt einfach mal ein bisschen was an. Dafür gehe ich mal hier in meine Spotify-App und hier Klassiker. Also ich hoffe, man hört es ein bisschen. Es ist jetzt natürlich auch noch nicht mal annähernd laut. Das ist bestimmt noch nicht alles. Machen wir hier nochmal lauter.
Das ist jetzt die maximale Lautstärke. Ja, also eigentlich, wie gesagt, ich finde es ganz geil. Was jetzt auch noch sehr cool ist, machen wir wieder ein bisschen leiser. Was sie auch anderen Boxen voraus hat, dass sie nicht keinen direktionalen Sound hat. Das heißt, ich kann sie hier drehen und ich habe eigentlich keinerlei Unterschiede in der Soundqualität. Übrigens auch Stereo-Sound, nämlich hier ist ein Lautsprecher und hier ist ein Lautsprecher, die so rausgehen. Und unten, ich habe die offen gesehen, haben wir noch zwei passive Bassreflex-Membranen. So, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie weit tatsächlich die Verbindung hält. Dafür lege ich mal das Handy hier drauf. So, und jetzt gehe ich mal los. Also tatsächlich wurde gesagt, dass die Box 30 Meter Entfernung aushalten soll und keine Bluetooth-Abbrüche kommen sollen. Das gucken wir doch jetzt mal, ob sie das tatsächlich kann. Also, das waren jetzt 60 große Schritte, da diesen Hügel hoch, ihr habt es gesehen. Ich würde sagen, es gab zwar zwischendrin kurze Aussätze, aber das war auch, weil mein Körper sich dazwischen befand, zwischen Handy und Box. Bei 60 Metern weiter habe ich es jetzt nicht probiert, lief die Verbindung bei direktem Sichtkontakt doch sehr gut. Ich würde sagen, als nächstes werden wir die Box mal ein bisschen verbuddeln im Sand. Mal schauen, ob sie jetzt tatsächlich hier so unabhängig bzw. schmutzresistent ist, wie Ultimate Gears behauptet. So, jetzt würde ich sagen, verbuddeln wir das Teil mal ein bisschen im Sand. Ja gut, sehr viel mehr kann ich jetzt auch nicht damit machen, dann muss man wieder raus. Er ist natürlich schon sandig geworden, keine Frage. Aber ich würde sagen, soweit ganz okay. Es steht der nächste Test an. Jetzt schauen wir mal, was das Ding wirklich aushält. Ich werde es jetzt ein bisschen auf Steine werfen. Als nächsten Test schauen wir mal, was das aushält. Ihr seht diesen Steinhaufen dort hinten. Der ist so ungefähr 3 Meter von mir jetzt entfernt. Und da werfe ich das Ding jetzt ein paar Mal drauf. Und ich hoffe, es geht nicht kaputt. Aber es sollte nicht. Also schauen wir mal. Also ich habe die jetzt zweimal auf diese spitzen Steine da geworfen und ja, also sie funktioniert noch, auch alle Tasten funktionieren noch, man kann es noch laut und leiser machen, an, aus und so weiter. Allerdings hat sie dadurch ein paar Spuren mitgenommen. Ich möchte euch die jetzt auch hier mal zeigen. Das erste Mal, als ich sie geworfen habe, ist sie anscheinend direkt erstmal auf die Plus-Taste gekommen. Wir sehen, hier sind so leichte Abschürfungen drauf und dann nochmal hier unten irgendwo drauf gebopselt. Sieht nicht mehr ganz so hübsch aus, aber gut, funktioniert noch. Das zweite Mal ist sie anscheinend irgendwo hier auf der Rückseite gelandet. Ich glaube, hier ist eine minimale Delle drin, aber
funktioniert noch. Ich glaube, so ein Test aus 3 Meter auf einen spitzen Stein werfen, würde wahrscheinlich keine andere Box so gut mitmachen. Also ich würde sagen, Test bestanden. So, als nächsten Test wollen wir mal schauen, ob diese Boxen tatsächlich so wasserdicht sind, wie Ultimate Ears behauptet. IP67 Zertifizierung hat sie, das heißt unter 1 Meter Wasser, stolze 30 Minuten bevor Wasser eindringt. Gucken wir doch mal, ob da was dran ist. Waren jetzt ungefähr 2 Minuten unter Wasser und funktionieren beide noch. Würde ich sagen, diesen Test hat es bestanden. Tatsächlich Outdoor-Fähigkeit 1A. Abschließend kann ich nur sagen, die Ultimate Ear Mega Boom ist eine absolute Kaufempfehlung aus meiner Sicht. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist natürlich der Sound, also als wichtigster Faktor, bei den Dingern wirklich gut. Ich habe die bei uns im Büro noch zu Hause mal direkt verglichen mit der, wie ich finde, auch schon sehr guten Bose Soundlink 3. Die kostet auch etwa 300 Euro, genauso wie hier eine Box. Und sie haben ungefähr einen gleich guten Sound. Bei dieser hat hier natürlich dann noch den Vorteil, dass sie 360 Grad Sound hat. Das heißt, ich kann hier drum rumlaufen. Dadurch bietet die sich ganz besonders für Outdoor-Einsätze an. Außerdem ist sie natürlich sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Ihr habt es gesehen, ich habe die hier gegen Stein geworfen. Die ist natürlich jetzt ein bisschen mitgenommen, ist klar. Ich meine, wenn ich so ein Teil gegen Stein werfe, logisch geht das nicht spurlos vorbei. Aber sie funktioniert noch und das ist das Wichtigste. Sie war sogar danach jetzt noch wasserdicht. Ja, natürlich muss man sagen, 300 Euro ist eine ganz schöne Hausnummer. Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben will, den kann ich auch immer noch die Vorgänger ans Herz legen. Die Ultimate Ears Boom kostet derzeit etwa 200 Euro und macht auch schon einen ganz guten Sound und ist auch relativ, relativ widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse, Umwelteinflüsse. So, und wenn ihr noch mehr Infos zu den Boxen wollt, dann lest doch unseren Artikel auf gizmodo.de. Ihr findet hier unten drunter den Link dazu. Ansonsten hat mich gefreut. Dankeschön fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und lest fleißig gizmodo.de. Dankeschön, das war Matthias für Gizmodo.